Ja, schauen Sie, was ich hier Feines habe. Ein kleines Nano-Aquarium. 10 Liter ist das. Das habe ich gebraucht von eBay Kleinanzeigen mir erworben und wurde mir sogar geliefert. Das finde ich sehr nice. So komplett, wie es ist. Also das Wasser natürlich. Also ein bisschen Wasser war noch drin. Ungefähr der Füllstand von hier. Und den Rest habe ich dann aufgefüllt. Das läuft jetzt 3 Tage, glaube ich, läuft das. Und hier sind sogar schon Tierchen drin. Unter anderem diese wunderbaren Blasenschnecken. Und hier sieht man auch noch einen Haufen Blasenschnecken, genauso wie hier. Und guck mal! Autofokus am Arsch, aber ha, ich habe wieder Garnelen. Mal gucken, wie lange. Weil das ist jetzt mein drittes Aquarium, mein dritter Versuch, Garnelen zu halten. Und sie sind mir alle gestorben, alle. Jedes Mal, immer wieder. Ich habe gefühlt alle 2 Monate mir mal komplett der Besatzung neu gekauft. Und alle sind sie immer gestorben. Ja, das sind die einzigen Tierchen, die ich hier drin habe. Diese 2 Garnelen. Ich habe hier auch noch einen Fisch. Und zwar, passen Sie auf, schauen Sie. Der liegt da. Da, das ist der Körper. Und hier liegt der Kopf. Das war mal ein kleines Guppy-Baby gewesen. Das hat aber den Umzug nicht überlebt. Und ja, scheinbar wurde er schon von den Garnelen angefressen, sodass er halt geteilt wurde. Das ist der Lauf, das ist das Lauf des Lebens. Und da das halt so ein kleines, habe ich den jetzt drinnen gelassen. Normalerweise sollte man ja tote Tiere nicht im Becken lassen. Ja, das wird ein reines Garnelenbecken, zumindest so in der Theorie. Da kommen dann künftig noch ein paar Schwimmpflanzen hinzu. Und eigentlich wollte ich gerade ins Bett gehen, weil es ist 22:35 Uhr. Und dann habe ich doch gesehen, dass da die Helga immer noch im Becher ist. Ich habe die völlig vergessen. Ich gewöhne die nämlich gerade wassermäßig an das Wasser vom Aquarium. Und die Helga ist, ich sage jetzt den lateinischen Namen nicht, weil ich es nicht so richtig aussprechen kann, ist eine Raubschnecke. Und die wird mir die ganzen fucking Blasenschnecken wegfressen. Das Gute an Helga ist eine der seltenen Schnecken, die auch einen Partner brauchen, um sich fortzupflanzen. Sprich, sie ist nicht zwittrig. Und deswegen habe ich nur eine Helga und nicht ganz viele. Weil es bringt nichts, wenn ich mir eine Schneckenplage wegmache und dann mit einer neuen Schneckenplage kompensiere. Helga ist die einzige Schnecke, die hier in dem Aquarium leben darf und hoffe, dass sie auch ganz lange noch bei mir leben wird. Ja, da schnorchelt sie, die Kleine. Ja, und mal gucken. Scheinbar werde ich jetzt doch noch ein bisschen wach bleiben müssen, weil Helga soll die Nacht noch mal ins Becken kommen. Und dann darf sie dinieren. Das Buffet ist ja quasi eröffnet, weil hier sind unzählige Blasenschnecken drin. Hier sind auch noch, hier ist zum Beispiel auch noch eine. Hier sind auch noch ein paar kleine Babygarnelen, aber die sind so winzig, die sieht man einfach nicht. Also ich verbringe hier echt teilweise minutenlang vor dem Aquarium, um überhaupt mal was zu finden.
weil ich mir dann ganz oft manchmal so denke, so, ey, hier ist doch gar nichts. Aber hier sind in der Tat Babygarnelen drin. Also 5 mindestens. Zumindest habe ich die 5 gestern gesehen gehabt. Es ist dann halt immer nur eine Frage des Wo. Und hoffentlich überleben sie es. Es waren auch mal wesentlich mehr. Ja, ich habe gerade eine entdeckt, aber die wirst du nicht sehen. Hier ist da dieser kleine weiße Punkt. Leider stellt es die Kamera nicht scharf. Oder? Ja, schlecht als recht. Das ist eine Babygarnele. Ja. Ich hoffe, sie kommen durch. Wie gesagt, im Paar sind schon gestorben, als ich das Aquarium befüllt hatte mit Wasser. Ich denke mal, das wird auch wie bei den Guppy sein, der ganze Stress vom Transport und das Wasser reinfüllen. Vielleicht war ich doch ein Ticken zu schnell gewesen mit dem Wasser, obwohl ich mir da echt Stunden Zeit gelassen habe. Aber ja, steckt man halt nicht drin. Aber ich bin ja schon mal froh, dass die 2 Erwachsenen das geschafft haben. So wie es ausschaut, sind es 2 Weibchen. Das erkennt man daran, dass sie auf ihren Rücken einen hellen Fleck haben, der dafür zeigt, dass die Eier auf dem Rücken tragen. Und wenn sie sich häuten, dann ziehen sie sich die Eier unter ihren Unterleib und dann können die befruchtet werden. Was ja momentan nicht die Möglichkeit ist, wenn es 2 Weibchen sind. Ne? Das kennen wir ja aus dem Biologieunterricht. Aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Und Garnelen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Red Fire aussieht, weil das ist ein Red Fire. Aber in der Regel braucht eine Garnele, um geschlechtsreif zu werden, 3 bis 6 Monate. Als Babys sind sie alle männlich. Das entwickelt sich dann erst später, wenn sie alt sind oder älter werden, also geschlechtsreif. Und dann, ja, mal schauen. Unter ihr liegt eine tote Posthornschnecke. Klasse, wie hier sowieso ein Haufen Schnecken sind. Ich habe schon ganz viele versucht, in der Scheibe zu zerdrücken. Aber habe es dann halt auch aufgegeben, nachdem ich wusste, dass die Helga einziehen wird. Gut, ihr, das reicht fürs Erste. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich möchte das so ein bisschen Dschungelmäßig hier irgendwie haben. Ich habe mir schon etliche Videos über Landscaping angeschaut von Aquarien. Aber bei einem 10 Liter Nano, das wird ein bisschen schwer. Ich kann ja mal vergleichen. Ne? Da ist nicht viel Platz. Aber gut. Das Einzige, was halt noch drunter kommt, ist im Laufe der Zeit noch eine Matte, um ein bisschen meinen Schrank bzw. das Aquarium zu schützen. Das Glas. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich es befüllt hatte. Und will das dann austauschen, sobald ich einen Wasserwechsel mache oder irgendwie so in der Richtung. Dass ich halt jetzt das komplette Becken nicht nochmal hochhebe und nochmal schwabber und die Tierchen unnötig unter Stress setze. Zumal ich auch keine Matte habe, sondern erst meine zulegen müsste. Weil das war mehr oder weniger ein Spontankauf. Ja, ich hatte ein Video gesehen von YouTube über Nano-Aquarien und dachte mir eigentlich nur, Mensch, schaust du mal, was kosten die denn eigentlich gebraucht bei eBay? Weil ich bin ja nicht so der Fan von komplett neu kaufen, also kommt natürlich immer drauf an, was. Aber nicht bei Aquarien, da kaufe ich, wenn dann privat. Oh ja. Das ging dann schneller als gedacht. Juli, ich werde jetzt die Helga noch weiter vorbereiten, dass sie rüber zu den
anderen zwei Garnelchen kann. Oder, naja, da ist übrigens noch so eine hässliche Blasenschnecke. Rexy. Bald ist sie tot. Judy, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.